Und ganz herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Pokémon Schild. Anderthalb Warlock. Ich hoffe, euch geht's gut, meine Friends. Heute geht's weiter mit der neuen Folge von Pokémon Schild. Wunderlock! Es ist ein tolles Wetter draußen. Wie toll ist einfach das, meine Freunde? Du musst sagen, Dankeschön. Ach, toll, oder? Ohne Scheiß. Das Wetter ist auch so herrlich draußen. Es ist so herrlich draußen, einfach das Wetter. Es macht einfach so fucking viel Spaß aufzunehmen und dann ein tolles Wetter draußen zu haben, was man auch gute Laune hat, meine Freunde. Heute geht's weiter. Mit Pokémon Schild. Wunderlock, ich bin so gespannt. Anderthalb. So. Beim letzten Mal haben wir ganz viel besprochen. Ich habe beim letzten Mal mit euch zusammen gesprochen, natürlich. Wie ich es mache mit der Wunderlock. Also, wenn ihr wissen wollt, wie ich das mache in diesem Let's Play, dann checkt die letzte Folge aus, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, meine Friends. Aber die Folge gesehen habt, da habt ihr alles verstanden und jetzt seid ihr auch auf jeden Fall auch auf den neuesten Stand. So, und wir sind übrigens heute bei 10 jetzt Bücherlabor. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Gigantische Größe als Überlebensstrategie. Aha. Gut zu wissen. Normalerweise werden Pokémon durch die Entwicklung stärker und auch größer, sich selbst so groß wie möglich erscheinen zu lassen, stellt eine natürliche Überlebensstrategie dar. Gut zu wissen. Das ist gut, dass du es mir sagst. Sehr nett von dir. So, ich würde sagen, wir machen mal weiter in die Runde. Oh. Aber ohne Scheiß, die Mucke ist echt gut. Ne? Die Mucke ist einfach echt extrem gut. Die ist so schön romantisch. Doch, ich würde sie echt romantisch bezeichnen, weil sie einfach so toll einfach klingt. Sie ist so schön, ja, frauenhaft einfach. Toll. Also ich finde romantisch, ja, ich will einfach nur sagen, dass es ein bisschen romantisch, also ein bisschen prächtig klingt, so ein bisschen hochzeitswürdig. Ich war noch nicht auf Hochzeit, aber ich möchte auch nicht heiraten. Ich möchte eigentlich nie heiraten, gar nicht, ich will einfach immer allein bleiben, dass ich nichts falsch machen kann. Ach, wir werden einfach Spaß haben jetzt hier über diesen Let's Play und lenken uns auch nicht ab, also Dankeschön. Die schon hat sich zu einem hervorragenden Champ. Ah, cool zu wissen. Hervorragendes Champ. Gemausert. Okay, gut zu wissen. Während ich mich mit der Arbeit als selbsternannte Assistentin zufrieden gestellt habe. Gut, danke schön. Nochmal 20 Sekunden lang die Musik gönnen, meine ich. Und gellen und Gersten. Malz gönnen. Also, wie Gerstenmalz. Du musst die Gersten erlebt haben. Die gestern emotionalen. Gefühle. Toll. Ja. Was ist denn hier los auf einmal? Hallo. Hallo Junge, Pokémon Trainer. Tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Aha, gut zu wissen. Dankeschön. Du warst doch gerade im Pokémon Labor, oder? Auf jeden Fall. Dann hast du ja bestimmt auch eine Pokédex bekommen. Ja, glaube ich auch. Habe ich auch bekommen, glaube ich. Ich kann einfach nicht anders. Du musst mir das hier. Du musst das ja annehmen. Mach ich. Dankeschön für den Trank. Du bist ein sehr netter Kerl. Du bist wirklich ein sehr, sehr netter Kerl. Ich danke dir. Wissen macht Wissen. Wissen ist Macht. Deswegen. Dankeschön für die Besprechung. Ich danke dir auch, mein Freund, dass mir ein fremder Mensch oder dass du mir einfach, ja, einfach so einen Trank gegeben hast. Das ist sehr, sehr auffällig von dir. So, jetzt geht's weiter, meine Freunde, nämlich hier hoch. Wir waren gerade im Pokémon Labor und jetzt geht's hier hoch. Und der Labor. Und der Hob, der will die auch ein bisschen lasieren. Sucht ein paar richtig starke Pokémon aus. Ich werde sie erstmal verheilen. Und dann habe ich auch wieder weitere Pokémon. Ich werde sie erstmal heilen jetzt. Und dann ist alles okay. Dann können wir einfach schnell möglich jetzt gleich dahin gehen. Zum Pokémon Center natürlich. Was denkst du denn, Kastul? Wir müssen nicht zum Pokémon Center gehen. Und meine Pokémon auch so heilen. Und wir werden die Musik hören, die uns auch immer so gut gefällt. Genau. Die ist gute Mucke. Ist das dein erster Besuch? Ja, nicht schon. Ist eigentlich schon mein erster Besuch. Also, ja, in diesem Spiel zumindest. In diesem Let's Play zumindest. Siehst du die Frau da? Da kann man sich ein bisschen unterhalten mit der Frau. Mit der Frau kann man sich dann auch ein bisschen unterhalten. Warum und weshalb man die Pokémon heilen möchte? Nein, natürlich nicht. Man muss einfach nur sagen, ja, und dann heilt man. Dann hilft die Frau auch dir deine Pokémon kostenlos. Und hier kann man übrigens Tränke kaufen, Dua-Tränke kaufen und so weiter und so fort. Und links ist übrigens ein Laden, da kann man die ganzen Sachen da auch verändern. Links ein Veränderungsladen.
Laden. Rewe ist ein Supertrank, also ein super Laden. Da kann man Tränke kaufen, wie zum Beispiel Supertränke oder auch ganz normale Tränke oder auch irgendwie Hypertränke. Ganz viele Sachen kann man. Und in der Mitte kann man selbstverständlich auch dann da die Tiere halten. Beziehungsweise die Pokémon halten. Natürlich. Natürlich war es so richtig gemacht. So, natürlich war es auch so richtig erklärt. Genau. So, Dankeschön. So, ich will ganz gerne eben eine Runde Pokémon halten. Sehr nett von dir. Dass du es machst einfach so, ohne mal mich zu fragen, warum und weshalb. Das ist toll von dir. Das ist toll von dir, meine ich. Toll, toll, toll. Bäh. Oh mein Gottnis. Weiter geht's. Dankeschön. Vielen Dank für deine Geduld. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Mach ich. Mach ich, mach ich, mach ich. Auf jeden Fall. Ah, hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallo. Ja, ist alles okay. Ich bin schon wieder, genau. Hier bin ich schon wieder. Hallo, Hallöchen. Willkommen bei Pokémon Supermarkt. Was möchtest du tun? Etwas kaufen auf jeden Fall. Ein Trank oder mehrere Tränke. Ich habe zwar jetzt gerade 5 insgesamt für mein unten rechts, also ganz unten rechts, bei euch auch, rechts legen kann, habe ich gerade 5 nur. Aber ich könnte mir eigentlich noch mehr kaufen, dass ich ja auch ganz, ganz sicher auch hier, ja, überlebe halt. Ich hätte mir auch 14 Getränke gekauft. Unbeleber, das ist auch wichtig, kaufe ich mir einfach mal jetzt von, ja, so 5 noch. Ist das fucking teuer? Wir haben es zwar 7000, wir haben gerade nur noch 27.000, wir haben es gerade 1700, wir haben gerade 27.000, wir haben gerade 2700 Punkt Geld. Und ja, wir hatten jetzt gerade, ja, wir hatten davor hatten wir noch weniger gehabt. Jetzt haben wir nur noch 1700, weil wir auch jetzt uns für 10.000 Geld, Kacke, Spaß, einfach ein paar Bilder verkauft haben und auch ein paar Getränke. Ein paar Tränke oder Getränke, wie auch immer. Tränke, Tränke, Getränke. So, beim letzten Mal waren wir auch schon im Klamottenladen drin, deswegen müssen wir auch da nicht mehr hingehen. Hier ist auch so ein Laden, der hat halt verschiedene Sachen im Angebot. Zum Beispiel Bären oder sowas, glaube ich jedenfalls. Genau, meine Freunde, genau, aber gut, ja. Ja, ich habe gehört, dass Dillon einen jüngeren Bruder hat. Genau, der ist ja auch meiner. Der ist ja auch mein. Der ist mein Rivale, kann man sagen. Der ist mein Rivale, genau, würde ich auch sagen. Aha. Morgens wird bei mir, ich wird bei mich immer mit dem Pokémon auf. Ich kann es nicht mehr hören. Richtig. Sag mal, Chrisul. Ich werde es nicht vorlesen, weil ich ja auch das Pokémon nicht so, ja, mit Story jetzt irgendwie widmen möchte. Wenn ihr es vorlesen, wenn ihr es vorgelesen haben wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall das Pokémon-Schild ganz normal, das ist bei fehlt. Da kann man auf jeden Fall rechnen, dass ich da auch das vorlese und nicht hier. Grafik pushen. Dankeschön, 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 dass du mich pushen gelassen hast. So, perfekt. Was erwartet uns eigentlich hier drin? Oh. Ein junger Mann, ein älterer Mann, nicht ein junger Mann. Zwischen Senior und Dillion herrschte früher einmal eine gesunde Rivalität. Und jetzt, ja, ich weiß, jetzt gibt es Streit. Ne? Habe ich auch das Gefühl gehabt, dass die sich nicht so gerne mochten oder mögen. Und dann haben sie es bei mir auch noch rausgelassen. Die haben mich sogar, die haben mich nicht reinbezogen, aber ich habe halt gemerkt, dass sie sich nicht so gerne leiden können. Senior mag ihn nicht. Und ja, also, Dillion mag sie, aber. Weiß ich auch nicht, Dillion behandelt sie ein bisschen falsch, würde ich jetzt behaupten. Würde ich jetzt sagen, dass die Dillion, also dass der Dillion ihn oder sie ein bisschen komisch, ja, behandelt. Aber er macht das ja nicht mit Absicht, er macht das halt auf Versehen. Und ja, die hatten wohl früher viel Kontakt gehabt, die hatten wohl früher viel Kontakt gehabt, meine Freunde. Aber ist okay. Sag mal, weißt du auch nicht, wie man Pokémon fängt? Natürlich weiß ich das. Falls nicht, erkläre ich es dir. Ich muss mir nicht erklären, ich weiß noch, wie es geht. Ist alles okay. Oh, wie gut ich sehe, hast du bereits Pokémon gefangen. Gute Arbeit, Kisu. Ja, gerne, kein Problem. Die Pokébälle kannst du verwalten. Hier dagegen kommen die anderen Pokémon ja immer so in die, oder auch an die Füße, kann man sagen. Ja, genau. Das ist richtig, dass man die Pokémon, oder dass die Pokémon an unseren Fersen oder auch an unseren Füßen auch kommen. Das ist die richtige Einstellung, was du gesagt hast. So, wir haben eine Pokéball-Tasche bekommen. Oder Pokéball, wie auch immer. Wir haben Pokéball bekommen. Wir haben Pokéball. Wir haben Pokéball. Wir haben Pokéball. Items bekommen. Pokébälle. Pokéball. Pokéball. Geselle oder ein. Wir haben einfach neue Pokébälle. Ach so, ja, kann man sagen.
ist einfach eine Pokébell. Eine Pokéball. Sammlung, was uns hier verdient haben. Also ohne Scheiß. Wir haben schon ganz schön viel geübt, auch ganz schön viel, ja. Uns halt, ja, da und da halt, ja, so ein bisschen informiert, wie es einfach so abgehen will. Aber ich sage immer alles falsch. Wisst ihr ja auch, ob ich immer alles falsch sage? Ich muss es gar nicht sagen. Ich mache immer alles falsch, ja. Alles gut, ja. Als Champ bin ich schon sehr gespannt, welche Pokémon ihr euch aussuchen werdet. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Aber ich will nicht Champ werden. Ich will einfach nur Spaß haben in diesem Spiel. Warte nur ab, ich bin der Beste der Welt. Bist du nicht? Jetzt reicht's mir hier mit deinen doofen, eingebildeten Spaß oder mit deinem eingebildeten Einfluss, was du mir so immer sagen willst. So, ich kann mir wie gesagt Pokémon fangen. Ich kann mir wie gesagt Pokémon fangen, aber ich werde sie mir nicht fangen. Fangen natürlich nicht. Ich werde sie mir nicht fangen, weil ich will sie nämlich bedingt fangen, nicht immer. Das ist mir auch wichtig, mein Freund bei der Wonderlock. Und, oh, was ist das für ein Pokémon? Ach, das wollte ich. Nee, das will ich gar nicht haben. Aber wir können reingucken, ob uns hier irgendwas so, ja, so anlächelt. Das können wir auf jeden Fall machen. Das ist eine relativ gute Idee, meine Freunde, bei diesem Wunderlock. LP hier. Also anderthalb Wunderlock, genau, meine Freunde. Ich bin sehr gespannt. Ich finde auch meine Gesichts. Ja, meine Gesichtsseite ist halt ein bisschen scheiße, ohne Scheiß. Meine Seite, also meine Gesichtsseiten hier links und rechts sehen nicht toll aus. Da sind viel zu dumme Haare drauf, die man. Ja. Ist es ein Shiny? Ich glaube, es ist kein Shiny. Es ist nur ein bisschen overpowered. Ich weiß nicht, warum es gerade gelächelt hat oder ja, ein bisschen geblitzert hat, aber ist egal. Bitte nicht. Bitte nicht. Hör auf damit. So. Kannst du mal aufhören damit? Das ist nicht mehr lustig hier. Ich will einfach nur flüchten und nicht hier von dir fertig gemacht werden, du Drecksack, ey. Ach komm, ey. Gemeine Frechheit hier. Lass mich da flüchten jetzt einfach. Vielen Dank, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war aber gemein. Das war aber gemein. So, nee, nee, jetzt. Alles ignoriere ich einfach jetzt hier. Ich bin jetzt zwar ein bisschen angeschlagen, aber gut, okay. Egal. Oh, wer bist du denn? Du bist der erste Trainer vom Wonderlords Play. Ah, nice. Wie ist sie also der erste Wonderlock-Trainer? Ich bin nicht falsch, ne? Ich glaube, nee, es gab noch keinen richtigen Trainer in diesem Let's Play. Nee, alles gut. Pokémon, ja. Wie sind meine Pokémon? Ich habe zwar. Ja, ich habe alle. Ich habe zwei Pokémon gerade. Dass ich halt nicht so alleine mit meinem Schipipi rumlaufe. Ich hätte noch ein weiteres Ziel gefahren, habe ich ja auch so Not nochmal so Not genommen. Habe ich auch beim letzten Mal erklärt, beim letzten Paar, deswegen nicht wundern, meine Friends. Sehr gut, Dankeschön. So, jetzt geht's ab, meine Freunde, hier mit den geilen Knirps hier. Timmy, Timmy, Timmy. Ich heiße auch Timmy, aber ich bin Tim. Ich werde immer Tim genannt, deswegen. Nicht wundern. So. Jetzt werden wir versuchen, diesen, ja, so richtig fertig zu machen, diesen kleinen, ja, Raffel hier, oder dieses Würfel-Pokémon da. Besiege, verdammt nochmal. Ja, alles okay, alles gut. Macht auch echt Spaß, ne? Und scheint, macht auch echt Spaß so. Und das Raffel ist übrigens auf Level 6 und wir sind am ein Level, wir sind ein Level mehr, also wir sind ein Level oben drauf, nämlich auf Level 7 sind wir nämlich gerade. Ich würde sehr gerne einen Kratzer ihn zuschließen. Das war Rex auf Lampe, ey. Spaß, nein. Er würde uns jetzt definitiv besiegen oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Nee, er hat uns noch ein bisschen, er hat uns noch so ein kleines bisschen noch, ja. Weiß nicht, wie man es nennt. Doch, ich weiß, wie man es nennt. Er hat uns noch ein bisschen verschont, kann man sagen. Er wollte uns nicht sofort dauernd machen. Yes, wir wurden geil, meine Freunde. Yes, wir sind die Besten der Welt. Juhu! So. Dann will ich jetzt aber auch mal angreifen. Nicht immer nur hier, ja, heil und so ein. Ja, Schlüssel. Mach mal einen Zweistoß in die Fresse von denen rein. Es wird nichts effektiv, Dankeschön. Naja, gut. Und zack, yes, wird geschafft. Das besiegt. Yes, sehr gut gemacht. Sehr toll gemacht. Yes. Boah. Das macht aber auch Spaß. Das macht aber auch echt Spaß. Ja? Würde ich auch behaupten, dass es Spaß macht. So. Du hast ihn besiegt. Yes, du hast ihn besiegt. Du bist der Beste der Welt. Du bist der Beste der Welt. Oh mein Gott, Nis. Toll. So, was haben wir denn hier für Sachen? Er mir zwei Tränke, oh toll, 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 toll. Oh, auch das ist ein cooler Gang hier. So ein bisschen. Oh, Foto gemacht.
So, da brauchen wir auch nicht lang gehen. Ja, müssen da nicht unbedingt hingehen, aber wir können ja mal ganz kurz gucken. Ist ja auch nicht ganz so schlimm, oder? Ja, glaube ich auch nicht, meine Freunde. Papa, so. Ach, ist das ein tolles Spiel, ne? Auch so ist es ein tolles Spiel. Ja, aber ich finde es schön, dass ich auch endlich mal so eine richtig coole Wonderlog mache. Das macht mich echt richtig. Das fixiert mich einfach richtig an. Das macht mir einfach so gute Laune. Weil ich auch endlich mal so eine Challenge habe. Nicht immer nur das Let's Play so ganz. Ja, so ganz normal Let's Playen. Auch mal so eine richtig coole Challenge draus machen. Und wenn ich euch jetzt enttäuschen werde und auch mal darf, dann werde ich eben mal ganz kurz den Trainer da oben ausgrenzen. Nicht wundern, weil ich die Dame da hinten ausgegrenzt habe. Ich wollte mal eben ein bisschen schneller hier voranschreiten. Deswegen nicht wundern, meine Freunde. Ich wollte mal ein bisschen voranschreiten hier. Deswegen, ja, habe ich die mal ausgegrenzt heute. Für diesen Let's Play zumindest mal. Wenn ich den besiegen kann für das nächste Mal oder für den nächsten Part, dann vielleicht werde ich versuchen, ihn zu besiegen. Guck mal, meine Freunde. Guck mal. Und aufpassen, wir dürfen nicht besiegt werden. Na, das ist wichtig, meine Freunde, bei Pokémon Wonderlock. Sonst habe ich echt ein Problem. Das darf ich nicht machen. Beleber helfen auch gar nicht bei mir, habe ich das Gefühl gerade. Genau. Die helfen mir gar nicht, die Beleber. Aber ich hab trotzdem mal welche gekauft. Dass ich die. Ach, weiß ich auch nicht. Aus Spaß, einfach so aus Spaß habe ich die mal gekauft, die Beleber. So. Zwei Stoß, ja. Yeah. Auch gut gemacht. Hast du toll gemacht, lieber Schimpip. So, dann weiter geht's. Vielen Dank. So, perfekto. Und jetzt versuchen wir hier ein bisschen mehr auszurasten. Oh, der macht aber echt ganz hart hier. Zwei Stoß, verreckt hier. Oh mein Gott, ne, das haben wir fast besiegt. Bevor du aber eben besiegst, bitte eben mal eine Runde heilen. Das wäre ein bisschen sicherer. Heilen darf man ja immer. Ich darf immer heilen. Ohne Scheiß, ich darf immer heilen, meine Freunde. Das ist mir nicht verboten. Du dumm, es macht so viel Spaß, meine Freunde, genau. Und es gibt auch keinen Unfair. Ich hoffe, ich mache keine unfairen Statistiken. Wie auch immer es heißt. Verhörner, zwei Stoß. Ich würde sagen, zwei Stoß, meine Freunde. Und dann machen wir weiter, meine Freunde. Dankeschön. Ja, toll. Wir machen weiter. Wir besiegen dich einfach jetzt. Zack, zack. Yes! Du hast es geschafft. Du hast es besiegt, meine Freunde. Ja, sehr gut. Geil gemacht. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben besiegt, meine Freunde. Yes. Pech gehabt. Juhu. Oh, das war echt gut. Würde ich auch sagen. Ah, toll, toll, toll. Treu, toll, toll. Toll, toll, toll. Haben wir es gut gemacht. Ohne fucking Game Over. Das freue ich mich natürlich aber auch sehr. Und das werden wir auch alles hier vorspulen, oder? Ja, wie auch immer es heißt, meine Freunde. Ich werde dich alles vorlesen. Das macht mich einfach aggressiv. Das mache ich nicht mehr. Ah, ich fürchte, davon bin ich weit entfernt. Dynamik ist einfach so eine große Attacke. Die braucht man einfach immer angreifen und die kann man einfach immer benutzen, wenn man Wut hat. Richtig. Ah, wie unlöslich von mir. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin übrigens die Oma von Dilo, deswegen nicht wundern. Ja, ich bin die Malog Nika. Kommt nun rein, ich habe eine tolle Wohnung. Da gibt's Kaffee und Kuchen und Tee und sowas, genau. Sowas gibt's, meine Freunde, hier bei mir. Ich bin der reichste Mensch der Welt, kann man sagen. Eigentlich nicht, aber gut, okay. Ich bin Hop und du bist der Kessul, genau, richtig. Ja, genau. Und die Enkelin Seni hat ja auch ein Pokédex gegeben. Oh, voll nett von dir, oder? Ja, und Scheiß. Meine Enkelin ist echt einfach eine nette Frau, die uns einfach immer so viel Sorgen, also die macht uns halt immer, die macht sich immer um uns Sorgen und das ist halt auch gut so, aber irgendwie manchmal auch sehr viel übertrieben, so macht sie dich manchmal. Aber gut, okay, das wäre zum Beispiel ein Tee. Wie wär's mit ein paar Teesorten, die du gleich mal probieren würdest? Hey, entschuldigen Sie, Professorin. Aber das machen wir nicht. Nee, 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 Hopp ist heute mal ausgegrenzt. Was höre ich da? Willst du wirklich nichts haben? Hopp und Kessel sind vor RMR, erst vor kurzem zu Pokémon-Trainer geworden. Genau, und ich will erstmal versuchen, sie ein bisschen zu unterstützen. Das ist mir auch wichtig, meine Freunde. Dass ich die auch versuchen werde, ein bisschen zu unterstützen und diese zwei Leute da ein bisschen zu unterstützen, dass ich halt auch eine gute Tat mache. Und das ist ja auch eigentlich meine Arbeit. Also eigentlich ist ja auch meine Arbeit, meine Freunde. Und ich bin auch der Größere in allen und ich habe das Gefühl, dass was auch aus denen werden kann. Und ich habe echt das Gefühl, dass auch was aus den zwei auch werden kann, weil die sind auch so alt geworden und auch so groß geworden. Deswegen. Ja, das wird schon was. Das wird schon was, meine Freunde. Kessul, ich warte auf dich draußen. Ja, machen wir. Ich komme auch mit gleich. Ich komme mit raus gleich, meine Freunde. Aber bevor ich das mache, hier nochmal eben reingucken.
ob sich noch hier was versteckt hat. Na guck mal, ja, gut. Hier ganz viel, hier ist ganz viel pink, hier ist ganz viel pinke Kleider. Also entweder wohnt hier die Senior, ich bin mir aber nicht sicher, ob die hier wohnt, die Senior, aber ist egal. So, aber jetzt geht's weiter, meine Freunde. Sehr gut, Dankeschön. Bevor wir aber den Kampf machen, würde ich ganz gerne mal eben hier reingehen, also hier lang gehen, weil hier ist nämlich ein ganz schön gemeines Versteck, meine Freunde. Das wollte ich euch nämlich mal eben ganz kurz sagen, meine Freunde, weil man nämlich hier eine TM finden kann, nicht die TM 57, und das ist die Gegenstoß TM. Sehr schön, das ist eine tolle TM. Und ja, die TM ist echt gemein, aber man kann sie auch einfach finden, also die ist nicht so schwer zu verstecken. Die ist halt für die einen oder anderen vielleicht dann auch nicht aufgefallen, dass sie hier ist, aber ich habe sie gefunden, das ist deswegen. Deswegen bin ich auch so zufrieden, meine Freunde, ohne Scheiß. Ja, genau, ich bin zufrieden, meine Freunde. Komm schon, wir kämpfen mal eine Runde. Ja, auf jeden Fall. Aber lass dich doch mal wenigstens auch mal durchatmen. Hallo, 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 Dillion. Ja, ich würde die Runde mal eben mit euch gerne mal kämpfen, also mit denen. Hopp, eigentlich halt. Aber bevor der uns heilt, will ich auch dann auch mir bitte ein bisschen vorbereiten. Oder ja, ich hoffe, er hat mich vorbereitet. Der Dillion. Ich hoffe, er hat mich vorbereitet, der gute Dillion. Sonst würde ich mich echt ein bisschen schlecht fühlen, weil wenn ich dann. Ja, ich glaube, er hat uns auch geheilt. Deswegen, er hat mich, glaube ich, auch geheilt, oder wie das auch mal heißt. Geheilt, gehielen vor dem Kampf. Ja, ich würde sagen, es geht die Legende vom Hop erstmal so richtig los. Dann fahren wir an, du Schurke. Jetzt haben wir auch noch. Yes. Dann. So, dann beginn mal. Dann beginnen wir mal, du kleines Stückchen. Ich werde dich gleich zerstören, so gut wie ich kann. Hier, bitteschön, diesen Verhörner von dir. Diesen Verhörner. Für dich. Bitte schön. Tackle macht mir nichts. Es ist mir völlig scheißegal, was du da sagst oder auch willst und tust. Ich werde dich safe einfach mal richtig eine wegboxen hier. Einmal ein Kratzer, dann bist du weg, du kleines Stückchen, ey. Nein, du bist hier weg, aber da bist du wenigstens ein bisschen von deiner ganzen vollen Kraft weg entfernt. Ist ja auch toll. So. Und vielleicht besiegen wir auch mal sein Pokémon gleich mal mit einem Micro. Ich hätte nämlich noch anderes Pokémon. Wie ihr wisst, das hilft uns ja. Nur ein bisschen nicht gleich, ja, es verkacken halt. So, und vielleicht kann uns ja auch das Micro helfen, das Micro-Pokémon, das uns auch hilft, meine Freunde. Das würde mich auch freuen, meine Freunde, ohne Scheiß. So, sehr gut gemacht. Echt toll. Das gute Vogel-Pokémon. Oh, Klauwetzer. Was? Dann nehme ich auch direkt mal das Story-Pratio. Bitte schön. Dann nehmen wir es mal gleich. Dankeschön, tausend Dank. Da haben wir es ja schon. Da war es ja schon, meine Freunde. Ah, toll. Hat er auch, oh, Pech gehabt. Scheiße. Wusste ich nicht. Aber ich bin auf Level 9 und auf Level 8. Deswegen, das macht uns nichts. Level 8. Pixar, ich werde dich einmal richtig weghauen, du Drecksack. Komm mal her, du Arsch. Komm mal her, du Arsch. Verreck, du Schlümpel. Oh, 5. Fast 5 großer Schaden gemacht. Ja, bei uns hat er uns. Ja, er hat uns nur 4 Schaden gemacht. Das ist voll wenig. Okay, cool gemacht. Das gemacht, der Tag, ne? Echt toll gemacht. So muss es sein. Effektiv. Mach mal. Dankeschön. Pech gehabt. Bim, bim, bim. Pech gehabt. Ja, der sieht alt aus, ne? Haben wir auch gut gemacht mit Maiko. Hätte ich gedacht. Aber jetzt gibt es noch ein letztes Pokémon, nämlich Memon. Als Abschluss. Das wird knapp. Nein, das wird ich knapp. Nicht für mich. Das wird ich knapp. Ja. Du bist ein schlechter Verlierer, du kleiner Schisser, ey. Du bist ein schlechter Verlierer. Du kannst nicht verlieren. Du bist ein schlechter Verlierer, weil du nicht kannst. Du kannst nicht verlieren, meine Freunde. Du wirst versuchen, wenigstens zu besiegen. Versuch wenigstens, den kleinen Mammut zu besiegen, du kleiner Vogel, ey. Schaffst du. Schaffst du. Und nicht besiegen lassen. Hier. Bitteschön. Übelkeit. Yes. Echt, hast gemacht. Und das muss ich mit einer Heilung dir gönnen, dass du nicht stirbst. Bam, du machst schneller hier. Du schaffst das schon, meine Freunde. Yes. Du machst das so gut, wie du kannst. Ja. Oh mein Gott, meine Freunde. Ach, Pech gehabt. So, hier. Ich werde besiegen jetzt hier, du kleines Ding, ey. Mit vielleicht eine Pilzattacke. Ach komm.
Komm, ey! Das macht mir echt irre. Aber der Rest, der kann auch einfach mal unser Schiphip machen. Unser Schiphip. Du hast gut gemacht. Vielen Dank für deine Hilfe. Schickwitzi. Und jetzt kommt der Schiphip ran. Der Schimpip. Ich nenne ihn ja Schimpip. So. Ist okay. Vielen Dank. Ja, toll gemacht. Heuler, okay, ist okay. Yes, doch, sie besiegt, yes, fast besiegt, fast besiegt. Machst du gut, machst du echt gut, mein Freund. Schön gemacht. Sehr toll. Jetzt wird's echt spannend noch mit der letzten Attacke, die zu besiegen, du kleines Mischstückchen, ey. Kratzer! Heftig. Yo! Ja, cool. So, hallo, hallo, Hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut. Dankeschön, Dankeschön. So. Sorry, aber jetzt bin ich einfach ein bisschen zufrieden, weil ich cut einfach zu viel. Aber jetzt mache ich mal ein bisschen weniger hier. Als Gewinner rastet man vor Glück aus und als Verlierer vor Frust. Ah, ja, ich weiß. Aber es ist alles schon okay so. Hoffentlich siehst du es nicht so als schlechter Verlierer, meine ich. Ich glaube aber nicht. Das war ein Kampf. Wow. Das war gut. Und scheint, das war echt gut gemacht. Deswegen kriegt ihr eine Belohnung. Hier ist euer Empfehlungsbrief. Bitteschön. Vielen Dank für die Gabe. Ihr München. Ihr München-Gladbach-Fans. Ey, Spaß. Nein. So. Danke dir. Und ich schwöre, ich werde eine richtige Bierparty vorbereiten. Das werde ich auf jeden Fall machen, weil ich liebe Bier. Ich nicht, aber er mag wohl Bier gerne. Dieser Dillion. Er mag nämlich Bier mit leckerer Champagner Note noch dazu. Oh mein Gott. Champagner, Champagner, Champagner. Ich bin kein Bierfan. Ich mag auch kein Bier. Meiner Meinung nach, meine Freunde. Ich mag kein Bier, ich mag keine Drinks, ich mag keine Energy Drinks. Ich finde sowas einfach nicht lecker. Ich mag sowas überhaupt nicht. Ich finde sowas überhaupt nicht gut. Deswegen, ich mache davon gar nichts. Ich mache nur Limonadengetränke. Mach ich auch nicht. Kakao manchmal sehr gerne und. Ja, und das war's. An Getränken zumindest. Eistee auch, aber nicht immer. Aber so mal. Cola geht so. Nicht immer. Dankeschön für den Wunschstern, du kleiner Hobby, Hobby, Hobby. Auch ne von dir. Mit so einem Wunschstern kannst du ganz viel proben und dynamisieren. Dünn. Dynamisieren. Ja, ich weiß, das kannst du machen so und wie du willst, musst du aber nicht machen, aber sind egal, tausend Dank. Würde bitte beide mit dir, mir die Wunderstöne bitte ja, geben und so. Sehr echt cool von dir. Cool. Das wäre echt cool. Merkwürdiges Pokémon, das war auch ein bisschen eigenartig. Warum auch immer. Man da unten. Warum auch immer man da unten ein Pokémon fangen kann. Unten in dieser komischen Schlummerwald oder in dieser komischen Scheiße. Gegend da, in dieser komischen nebligen Gegend da unten. Wo auch immer wohnt. Da, wo wohnt, da ist so eine kleine neblige Stadt da. Also so eine komische Wald. Und da ist halt der Pokémon. Das komische Pokémon aufgetaucht, das da uns ein bisschen verwirrt hat. Aber egal. Das Pokémon hat uns auch nicht fertig gemacht. Hat uns ja auch nicht fertig gemacht. Alles gut. Ende ist morgen. Papa. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ja, ist egal. Hallöchen. Ich bin so gespannt. Oh Scheiß. Dö. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr nett von dir. Dö. Oh mein Gott. Ich kriege einfach ein Armband. Ein Dynamix-Band. Oh, da kommen wir auch mit den Pokémon. Da können wir noch die Pokémon groß machen. Genau, ich weiß nicht, was man damit machen kann. Ich habe das nämlich noch nicht als Let's Play gemacht. Also habe ich noch nicht aufgenommen, aber ich habe das nämlich schon mal ohne euch gespielt, deswegen ich kenne das schon so ein bisschen. Ich habe jetzt bis zu der ersten Arena-Prüfung gespielt, deswegen nicht wundern. Leider habe ich schon bis dahin nicht, ohne euch gespielt, aber ich werde das noch mit euch im normalen Pokémon-Schild-Display machen. So. Vielen Dank. Du bist der Beste. Du bist der Beste der Welt. Marco Lika. Sollst du aber erstmal herumreisen und ganz viele Pokémon, ganz viele fangen und dann, ja. Genau. Und das halt auch so machen, ne? Komm, machen wir einen Wettrennen bis zum Bahnhof.
Gut, dann komme ich mal mit. Tschüss, die zwei Damen und Herren. Ah, auf einmal bist du doch hier. Ah, du Schlampe, ey. Spaß. Was ist eigentlich, wenn man Pokémon fangt? Nee, ich weiß, wie man es nicht macht. Wie dumme Idee ist es eigentlich? Was für eine dumme Idee ist es eigentlich? Mich ist immer zu fragen, wie man Pokémon fängt. Ich weiß, dass wie man Pokémon fängt, Mensch. Muss man nicht das scheiß ganze Geduld sagen. Ich weiß, wie man pfeift. Ich weiß, wie man Pokémon fängt. Ich weiß es einfach, ja. Ich weiß, wie man pfeifen kann. Ich weiß, wie man auch Pokémon fangen kann. Aha, gut zu wissen, dass es nicht geht. Aber gut, so, jetzt können wir auch mal ein bisschen voran hier, also wir schreiten ein bisschen zumindest voran, meine Freunde. Das ist mir auch wichtig, dass hier ignorieren wir einfach dieses Pokémon-Mädel da. Können wir auch beim nächsten Mal machen, meine Freunde, ist ja nicht schlimm. Das ist ein gute Idee eigentlich. So, toll. Oh, das sind diese Füchse und das so ein Eichhörnchen, genau, danke schön. Toll, ne? Ist echt toll gemacht. Die Stadt. Der Bahnhof ist da drüben übrigens, wenn du mich, wenn du mich nicht zugehört hast. Wenn du mir nicht zugehört hast, hier ist übrigens der Bahnhof. Meine Labertasche von heute. Ja, ist ja gut jetzt. Ich glaube, das steht ja nochmal draus und dann sagt er nochmal. Da ist der Bahnhof. Ich weiß, wo der ist. Und bist du halt die Fresse, wir wollten zum Bahnhof gehen und du sollst auf uns nerven. Dankeschön. Danke trotzdem, aber du bist echt nervig und lässt dich wie eine Klette, die mir an den Schultern nervt und auch an die Schultern immer kleben bleibt. Eine Klette, die immer an meinen Fersen bleibt und auch immer klebt. Das ist immer nervig. So, wie auch immer, wir wollen jetzt nach Egil City fahren und damit sollten wir auch jetzt beginnen. Ohne zu labern. Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Moment mal, ihr beiden, bevor ihr aber geht. Müsst eure Mutter Bescheid sagen. Richtig. Mom, was machst du denn eigentlich hier? Ach, als du Mama von dir geschenkt hast, bekommen hast, dachte ich mir schon, dass du bald auf Reisen gehen würdest, ohne mir das zu sagen. Ach, Professor Malolika hat uns verraten, dass ihr von hier aus den Zug nehmen wollt. Punkt. Du und halt alle Kämmerset und du bist die Beste der Welt. Ohne Scheiß. Hat Spaß gemacht, na, vielen Dank. Mit euren Pokémon an eurer Seite gibt es nichts, wovor ihr Angst haben könnt und müsst. Da, Mann, freut dich schon auf den Tag, an dem man hier den nächsten Champ in Pferde nehmen kann. Ja, wenn du sagst, dann wird auch so passieren. Ich würde sagen, dass sowas passiert auf keinen Fall, weil wir nicht die besten Menschen der Welt sind. Das musst du auch nicht mal sagen. Du bist echt peinlich. Hopp. So, den Rest dann machen wir beim nächsten Mal bei Pokémon Schild und Schwert. Bei Let's Play Pokémon Schild, meine Freunde, nicht bei Schwert, bei Schild. I love you, vielen Dank, I love you. Ja, hatten echt schönen Spaß gehabt. Tschüss, Kosti, Jo.